in, ja, ich sag mal, dem Tutorial. Mit X kann man schießen, gell? Ja. Ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, denke ich, aber es sollte relativ schnell gehen. Ist ja alles irgendwie ganz tief verankert. Und wir machen uns hier auf dem Weg und finden hier ein paar Leichen und, ja, hier war das Baby-Motor drin, das jetzt nicht mehr drin ist. Die Frage ist nur, wo ist es? Genau das wollen wir jetzt herausfinden. Hey, da ist es ja! Hallo, wie geht's dir? Geht's dir gut? Wer hat dich denn gefangen genommen? Hm? Wer hat dich hier hingebracht? Ich sehe nämlich niemanden außer Ridley! Hey! Unseren Lieblingsbösewichten. Und ja, zumindest in Super Metroid. Würde ich jetzt behaupten, oder in allen anderen Metroids. Oder zumindest mein Lieblingsbösewicht. Und ja. Wir haben jetzt mit unserer aktuellen Ausrüstung nicht allzu viele Chancen gegen Ridley. Aber wir wehren uns natürlich so gut wir können. Weil niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Und Ridley wird ganz bestimmt nicht unser kleines Baby-Metroid mitnehmen. Ich meine, das haben wir uns sogar verdient eigentlich, aber er hat dann doch keinen Bock mehr mit uns zu kämpfen. Er hätte uns jetzt natürlich töten können, aber nein, wieso sollte er? Ja, Self-Destruction. Ja, mal wieder eine ja, Selbstzerstörung. Wie immer halt. In Super Metroid. Das war falsch. Wie immer in Metroid. Und wie immer in Metroid, ja, hinterlassen wir nur Schutt und Asche, wo wir hinkommen. Obwohl es eigentlich in den bisherigen Teilen noch nicht, gar nicht so schlimm war mit der Zerstörung. Cebes wurde halt ein bisschen zerstört, aber naja. Es war bisher noch nicht so, dass Planeten draufgegangen sind. Noch nicht. Ach komm, lass mich hoch, du scheiß Nebel. Dampf. Und ja, damit hätten wir das Intro geschafft. Und erfolgreich Ceres zerstört. Wir waren keine 5 Minuten auf dem Ding. Und reisen jetzt zu unserem Hauptziel, Herrgott nochmal, Planet Cebes. Auf den Ridley geflüchtet ist. Und auf den allgemein sich ach, was ist denn heute los? Die Weltraumpiraten wieder neu aufgebaut haben. Und soviel ich verraten darf, auch Mother Brain wieder neu aufgebaut haben. Und ja, das wollen wir jetzt erkunden und natürlich unser Baby zurückholen. Oder, ja, unser Baby. Na, man kann es nennen, wie man will. Was ich auch noch erwähnen wollte, das fällt mir jetzt erst wieder ein, bevor ich es wieder vergesse, weil ich es ja in bisher 3 Metroid-Let's Plays, beziehungsweise eigentlich 4 Metroid-Let's Plays, weil ich habe ja Metroid 1 schon mal aufgenommen und dann ganz schnell wieder gelöscht, weil es, naja, egal. Zumindest würde ich jedem von euch empfehlen, der jetzt das hier guckt und der vielleicht auch ein bisschen interessiert ist an, ich sag mal, der Vorgeschichte von Metroid. Also nicht jetzt nur, was vor Metroid 3 passiert ist, oder Super Metroid, sondern auch, was vor Metroid 1 passiert ist. Der sollte sich ganz dringend den Metroid-Manga ansehen, der ziemlich gut ist, wie ich finde. Ja, und auch ziemlich informativ, wo man auch einiges ja, über so die Sachen lernt, wie alles zusammenhängt. Und ja, ich werde vielleicht mal, da backt irgendwas rum immer. Ich glaube, das ist der obere Rand der Karte, nee, der untere Rand der Karte ist nicht ganz drauf und deswegen backt er immer ein bisschen. Egal, würde ich hier mal empfehlen. Ich habe es mir auf Englisch durchgelesen. Ja, einfach bloß, um Übersetzungsfehler zu vermeiden. Am liebsten würde ich es, ja, da backt immer wieder ein bisschen der obere Rand rum. Naja, egal. Am liebsten hätte ich es ja eigentlich auch auf Japanisch durchgelesen. Und einfach bloß, ja, um Übersetzungsfehler zu vermeiden. Aber naja, da ich kein Japanisch kann,
habe ich es mir halt auf Englisch durchgelesen. Und wie gesagt, ich würde es hier empfehlen, weil es ist ziemlich gut. Und wie wir hier sehen, sehen wir, dass das, ja, theoretisch Alturian ist, sag ich mal. Oder zumindest der Schauplatz, wo wir beim ersten Teil Mother Brain getötet haben. Was alles ein bisschen verrottet aussieht. Und nicht wirklich so, als wäre hier... Nachkommen. So. Nicht wirklich so, als wäre hier jemand auf diesem Planeten. Doch was wir gleich sehen, kommt uns sehr bekannt vor. Nämlich Crateria. Winstar. Quatsch, Crateria. Crateria waren wir gerade. Das ist die neu dazugekommene Oberfläche von... hier von Cebes. Größtenteils zumindest. Und damit haben wir etwas aktiviert, und zwar eine Art Überwachungskamera, würde ich sagen. Und ja, die hat den Weltraumpiraten jetzt verraten, dass wir auf diesem Planeten sind. Was wir vielleicht eh schon gewusst haben, weil ja Ridley angegriffen wird, beziehungsweise Ridley hergekommen ist. Aber zumindest wissen sie jetzt, dass wir uns hier rumschleichen und Missiles und... den Ball einsammeln. Den Morphball. So. Sehr schön, das geht so gut. Dann passen doch die ganzen Taschen. Finde ich schön. Ups. Und hier wieder hoch. Und da sehen wir pinke Türen, die wir natürlich mit Missiles öffnen können. Und zwar mit 5 Stück. So wie im ersten Teil. 5 Stück, 5 Missiles. Und nicht so wie in... wo war das? In Zero Mission war es auf jeden Fall. Und ich glaube in nachfolgenden auch eher, dass man Missile-Türen halt nur mit einem Missile öffnet. Aber naja, hier haben wir nochmal einen Missile-Container gefunden und nochmal eine Überwachungskamera, die wir leider nicht zerstören können, was ich auch noch sehr schön finde. Und aus guter alter Zeit haben wir... Haben wir hier oben einen Energietank, an dem wir jetzt aber leider noch nicht drankommen. Und den ich mir dringend merken muss. Weil das ist so einer, den vergesse ich meinen Metroid 1 nicht so oft oder nicht einfach so. Aber hier in Super Metroid, weil man da eigentlich nicht mehr hingeht. Obwohl später geht man noch mehr hin. Na egal. Ja, wir haben jetzt die Weltraumpiraten ein bisschen aufgescheucht. Und man sieht, dass jetzt hier ein bisschen Leben ins Spiel gekommen ist. Und, ja, die Metroids... Was habe ich denn mit meinen Metroids, Herrgott, nochmal? Die Weltraumpiraten. Nach uns suchen. Ja. Ich muss dazu sagen, das sind Weltraumpiraten. Für jeden, der es vielleicht nicht weiß, nicht erkennt. Zumindest habe ich früher nicht gewusst, dass es Weltraumpiraten sein sollen. Weil ich, ja gut, weil ich einfach bloß keine Ahnung hatte, wie die aussehen sollen. Und irgendwas... Okay... Ja, das ist ein bisschen blöd, weil ich kein... Hier kein, wie heißt denn das? Zumindest nicht dieses... Oh, keine Ahnung, ich habe schon Joystick. Halt dran und kein Dings hier. Deswegen glaube ich immer, wenn ich so leicht nach unten gehe... Ja, das könnte man vielleicht noch ein bisschen verbessern, aber wir werden sehen, wie es später noch stört. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ja, genau, das sind Weltraumpiraten. Wie gesagt, ich habe es früher nicht ganz erkannt, weil ich auch einfach keine Ahnung hatte. Und ab der Metroid Prime, glaube ich, da gab es ja auch Weltraumpiraten, aber die sehen halt komplett anders aus. Dann habe ich mir später dann noch gefragt, ob das wirklich jetzt Weltraumpiraten sein sollen. Ich glaube, im Manga wird es dann eigentlich recht gut erklärt, beziehungsweise wenn man sich ein bisschen informiert über die Spiele. Ja, viel gequatscht. Was ich auch noch sagen will zu diesem Spiel, wie man sieht, verlieren die Viecher jetzt nichts. Und wenn ich mich jetzt treffen lasse, dann verliert es viel Leben. Wenn ich jetzt Missiles schieße, dann wird das Vieh nur Missiles verlieren. Und das ist das sehr Schöne an Super Metroid. Und zwar, dass die Gegner wirklich nur das verlieren, was man braucht. Wenn man nichts braucht, verlieren sie nichts. Wenn man Leben braucht, verlieren sie Leben. Und wenn man Missiles braucht, dann verlieren sie Missiles. Ja, das
bringt sehr viel, vor allem halt, dann bekommt man nicht irgendeinen Scheiß, den man nicht braucht, so wie in, ich sag mal jetzt, Metroid 1. Und man bekommt auch nicht Sachen, wenn man sie nicht braucht. Ja, ist doch so ziemlich einzigartig, würde ich sagen. Zumindest in, weiß ich gar nicht, wie es mit den anderen aussieht. Na egal. Zumindest finde ich das auch sehr schön bei dem Spiel. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein paar Missiles weniger hat und ein bisschen Leben, dann, ich glaube, das wird so ein bisschen abgewägt. Leben bekommt man aber, glaube ich, wie sagt man denn, ja, Leben hat halt eine Priorität, also die bekommt man, glaube ich, öfters.